Hallo, ich bin Kenzie Diesel, ich bin Pferdetrainerin und ich wurde von euch gefragt, wie lange ich meine Pferde, also meine jungen Pferde am Stück arbeite und ob ich die direkt auf einem kleinen Zirkel arbeite und wie lange das dauert, bis sie auf einem kleinen Zirkel laufen. Also die jungen Pferde arbeite ich natürlich nicht auf einem kleinen Zirkel, die arbeite ich auf einem größeren Zirkel. Er ist jetzt viel longiert worden auf dem ganzen Raumband, also die Größe des ganzen Raumbands. Das ist ein relativ großer Durchmesser und dann, wenn sie auf diesem Durchmesser Schritt, Trab, Galoppübergänge auch gut machen können und auch den Galopp halten, dann fange ich an mit ihnen etwas an die Longe zu nehmen und dadurch natürlich automatisch den Zirkel etwas kleiner zu halten, aber immer noch groß zu halten, einfach, dass es sie etwas mehr anstrengt, dass sie sich ein bisschen mehr konzentrieren müssen und dass sie lernen, gezielt auf einem Zirkel auch ohne Wand zu laufen und die Balance zu halten und da dann auch wieder die Übergänge zu üben, vom Trab in Galopp, wieder zurück in Trab, in Galopp und dann auch den Schritt. Ne? Natürlich auch bei den jungen Pferden relativ kurz am Stück. Man sollte es nicht zu lange machen, weil sie auch relativ schnell müde sind, gerade hier im Sommer. Auch bei der Hitze versuche ich sie erst einfach draußen ein bisschen groß zu bewegen, dann nehme ich sie an den Strick, dann müssen sie ein bisschen mehr arbeiten, müssen sie Balance halten, müssen sie den Trab auch, den Zirkel schaffen und dann auch den Übergang im Galopp und da nicht dauernd in den Kreuzgalopp gehen. Und da sind wir gerade bei ihm an meiner Arbeit, dann haben wir relativ noch, also das ganze Seil sozusagen der Zirkel zu arbeiten, was ihm jetzt gerade noch sehr schwer fällt, aber da ja die vorderen Etappen, also die ersten Stufen sozusagen, eigentlich gut gemacht hat, sind wir jetzt an der Arbeit an dieser Länge von Zirkel. Und so wird es dann Stück für Stück immer ein bisschen enger, der Zirkel, bis er dann für die Freiheitsdressur eben so ist, dass er angenehm ist. Und die Arbeit ist natürlich nicht so lange am Stück bei den jungen Pferden. Das heißt, es ist eigentlich maximal auf diesem Zirkel, wo sie arbeiten müssen, sind es dann immer so 10 Minuten vielleicht. Das heißt, du machst Wechsel von Schritt, Trab, Galopp, Übergänge, so maximale Länge von 10 Minuten. Und dann machst du wieder Pause, wenn man möchte. Wenn ein Pferd wirklich gut trainiert ist, kann man dann Pause machen, das Pferd entspannen lassen, dann nochmal 10 Minuten machen. Oder man hebt sich das für den Nachmittag auf. Oder man macht eben nur einmal am Tag diese 10 Minuten intensive Arbeit, was nichts damit zu tun hat, ihn vorher etwas zu bewegen, im ganzen Raumband laufen zu lassen. Das kann man trotzdem noch unabhängig davon machen. Ne? Aber länger nicht, weil das eben sonst, wie gesagt, dadurch, dass sie die Muskeln noch nicht haben, die Balance noch nicht haben, schon sehr, sehr anstrengend ist für die kleinen Bursche. Und hier bei der Hitze sowieso nicht. Ne? Ja. Wenn dir das gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du es mit deinen Freunden teilst, wenn du deine Kommentare und Erfahrungen drunter schreibst und wenn du meine Seite likest.